Ja, heute seht ihr mal ein normales Schultertraining von mir mit hübscher Tonhinterlegung, wo ich genau erkläre, was ich gerade mache. Also Übung Nummer 1, Seitheben mit der Kurzhantel. Ich fange mit der leichten Kurzhantel an und steigere mich, mache ganz normal 12 Wiederholungen oder 8 bis 12 Wiederholungen, je nachdem, so dass ich es gut spüre. Wie man sieht, meine Konzentration sind auf die Ellbogen, dass die Ellbogen immer so möglichst der höchste Punkt ist, dass ich nicht so viel aus dem Nacken ziehe. Ich versuche gerade auf den Sohlen stehen zu bleiben und nicht mit den Fußhacken mit hochzugehen. Somit kann man quasi die Übung abfälschen. Parallel dazu gehe ich an den Kabelzugturm und mache die Rotatorenmanschetten warm. Das kann man auch einfach nach Gefühl parallel in den ersten 3, 4 Sätzen machen. Ich steigere mich bis auf mein Arbeitsgewicht. Mein Arbeitsgewicht war heute, ich glaube, 26 Kilo Seitheben pro Kurzhantel. Und die letzten 2 bis 3 Sätze. Ich glaube, die letzten 3 Sätze habe ich da mit einem Reduktionssatz gearbeitet. Finde ich bei Schultern immer ganz wichtig oder ganz gut, mit Reduktionssätzen zu arbeiten, weil die Schulter ist ein relativ kleiner Muskel, der relativ schnell auch zumacht. Das heißt, dass man einfach das Gewicht nicht mehr hochbekommt, aber die Schulter trotzdem noch nicht am Limit ausgelastet ist. Bei einem großen Muskel wie Beine oder sowas, selbst wenn die Beine schon K.O. sind, kriegt man trotzdem meistens noch das Gewicht rausgedrückt, weil da einfach sehr, sehr große Muskeln und viele Muskeln beansprucht sind. Bei der Schulter sind nur die Schulterköpfe beansprucht, die aus vielen kleinen Muskeln besteht. Deshalb versuche ich mich da ans Limit zu bringen in Form von Reduktionssätzen. Ganz oft kann man auch mit Supersätzen arbeiten, indem man einfach Kurzhanteln und Kabelzug im Supersatz macht. Und reduzieren tue ich 3-mal. Übung Nummer 2 ist die hintere Schulter. Die hintere Schulter kommt bei vielen einfach zu kurz, weil die meisten mit Schulterdrücken anfangen oder beim Brusttraining mit Bankdrücken oder beim Rückentraining mit Rudern und machen so Muskeln wie hintere Schulter explizit als zweite, dritte oder letzte Übung. Schulterdrücken oder die hintere Schulter ist ein Muskel, der im alltäglichen Leben so gut wie kaum Anwendung findet. Deshalb ist die auch oft sehr schlecht trainiert. Viele Sachen hebt man einfach aus den Rückenmuskeln, aus den Schulterblättern hinten, aus den hinteren Deltas und nicht aus der hinteren Schulter. Oftmals kann ich auch empfehlen, vor dem Brusttraining am Butterfly Reverse ein paar Sätze zu machen für die hintere Schulter. Einfach, dass zu der Vorderspannung auch eine Hinterspannung da ist. Viele, die schon bereits eine nach vorne ausgeprägte Schulter haben, sollten mit dem hinteren Schulter sogar das Training beginnen. Hier mache ich auch einfach vorgebeugt mit Kurzhanteln, lege meinen Kopf auf die Liege auf. Das ist eigentlich nur so eine dass ich so eine Höhenjustierung habe. Den Rücken dabei möglichst immer durchstrecken, immer so ein Hohlkreuz machen, stabil stehen und die Arme nach vorne einfach hängen lassen. Einfach runterhängen lassen. Und dann darauf konzentrieren, dass die Ellbogen nach hinten sich oben zusammenziehen, also beziehungsweise die Schulterblätter zusammenziehen, dass man möglichst nur mit der hinteren Schulter die Übung macht. Den letzten Satz mache ich dann auch mit Reduktion und mache dann einfach noch so ein paar freie für die hintere Schulter hinterher. Ob man die Hanteln parallel zueinander hängen lässt oder um 90 Grad versetzt zueinander hängen lässt, das ist einfach. Es ist etwas anders, eine etwas andere Bewegung, geht aber trotzdem auf die hintere Schulter. Ich würde beides favorisieren. Ich würde beides mal machen. Mal die Hanteln parallel hängen lassen und mal um 90 Grad versetzt. Dritte Übung ist das Schulterdrücken
wie man jetzt schon sehen kann. Man kann ein Schultertraining absolvieren, indem man so gut wie nur Kurzhanteln verwendet, ohne große Geräte und Tamtam, weil ja oft über die tollen Schultermaschinen hier und da gesprochen wird. Also man kann auch ein effektives Schultertraining haben, indem man nur sich an den Kurzhanteln aufhält. Ja, wie man jetzt schon sehen kann, die Kurzhantel sind jetzt hier 50 Kilo. Das ist jetzt der Augenblick, wo ich im Kopf denke, fuck, das schaffst du niemals. Aber den Gedanken darf man nicht an sich ranlassen. Muss man immer denken, da scheiß ich drauf. Scheiß ich drauf. Lightweight. In guten Zeiten oder wenn ich einen Trainingspartner habe, gehe ich auch hoch auf 60 Kilo. Die müssen umgesetzt werden und beim Umsetzen hat man natürlich ein hohes Gefährdungspotenzial, dass man sich verletzt. Deshalb würde ich im Schultertraining auch zu 70 bis 80% Maschinen bevorzugen und dann eventuell nur leicht mit der Kurzhantel trainieren, dass man vielleicht als letzte Übung mit leichtem Gewicht nochmal so ein paar nachpumpt. Heute war natürlich das Studio relativ voll, deshalb habe ich hier die Variante gewählt, Kurzhantel drücken. Dabei muss ich mich aber immer sehr konzentrieren, dass ich dabei mich nicht verletze. Ja, hier machen wir auch 4 bis 5 Sätze, die letzten nochmal als Reduktionssatz, liegt aber teilweise daran, weil ich heute keinen Trainingspartner hatte, so dass ich einfach vielleicht noch 3 Stück geschafft hätte und meinen Satz erledigt hätte. Aber dadurch, dass ich keine Hilfe hatte, habe ich eben keinen mehr geschafft und musste das Gewicht reduzieren. Also reduzieren ist keine Schande, Hauptsache die Muskulatur kommt auf ihre Kosten. Die vierte Übung ist einfach normales Frontheben mit möglichst durchgestreckten Armen. Mit der normalen Langhandelstange. Dafür gibt es x Varianten. Das Frontheben ist jetzt nicht so eine typische Masseübung für die Schulter, sondern eher um alle Schulterpartien, alle Schulterformen zu reizen. Für die Schultermasse oder die schulterwichtigsten Schulterübungen ist meiner Ansicht nach Schulterdrücken, Seitheben und hintere Schulter. Da die vordere Schulter sowieso schon meistens sehr gut ausgeprägt ist und deshalb kann man hier bei der vorderen Schulter, also beim Frontheben, was so die vordere und obere Schulter darstellt oder beansprucht, etwas variieren und braucht sich da nicht ganz so verrückt zu machen. Das ist auch die Übung, die bei mir immer variiert, also Schulterdrücken ist in jedem Schultertraining drin, Seitheben ist in jedem Schultertraining drin und hintere Schulter ist in jedem Schultertraining drin. Und was ich dann dazu mache, aufrechtes Rudern, also noch Kabel ziehen, nach oben ziehen oder Frontheben mit Kurzhanteln, mit Langhanteln, mit dem Kabel, das variiere ich immer. So, fünfte Übung absolviere ich in unserem Bootcamp. Da haben wir so ein kleines Bootcamp aufgebaut. Da steht eine schöne alte Gym 80 Maschine. Eignet sich sehr, sehr gut, um schön linear nach oben zu drücken. Und nutze ich sehr, sehr gerne für solche Reduktionssätze bzw. Super Slow oder Time Under Tension. Hier so ein bisschen eine Mischmasch aus allem, einfach ich habe einfach auf die Muskulatur gehört, mich auf die Muskulatur konzentriert und habe einfach langsam abgelastet, Gewicht gehalten und langsam nach oben gedrückt. Und dann natürlich reduziert. Davon habe ich 3 Sätze gemacht. Ja, das war mein Schultertraining. 5 Übungen. Angefangen Seitheben, Kurzhanteln. Butterfly Reverse, Kurzhanteln. Nach vorne gebeugt. Schulter drücken. Kurzhanteln. Frontheben, Langhantel. Und zum Schluss Reduktionssatz bzw. Time Under Tension an der Gym 80 Maschine. Nichts Neues, aber effektiv. Vielen Dank für das Zuschauen bei meinem Schultertraining.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim.